Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, wir haben es mal wieder gerade so geschafft, vor diesem dämlichen Viech zu entkommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal wieder ein wenig Zeit für uns haben und zur Erkundung der Gegend. Wo sind wir denn hier gelandet? Können wir hier rum? Anscheinend nicht. Also dann nur darum. Okay. Und jetzt bitte keine Verfolgungsjagd mehr, weil das ist echt das Langweiligste an diesem Spiel, diese Verfolgungsjagden. Ah, jetzt geh schon rüber. Ich will doch was von der Story herausfinden. Ich will doch wissen, worum es geht. Ja, ich will auch wissen, was das für ein komisches Viech ist, aber ich will da nicht ständig von genervt werden und verfolgt werden. Das ist nur eine Wand, ne? Ja. Da hinten flackert Licht, aber... Kann ich anscheinend drüber balancieren, aber wir gucken trotzdem auch mal eben hier, ob wir hier noch irgendwas finden. Weil das kennen wir ja, wenn wir irgendwo wissen, dass wir da und da weiterkommen, dann kann es schon mal sein, dass wir irgendwelche Geheimnisse oder so auf der anderen Seite finden. Aber hier ist abgesperrt, schade. Hier kann man anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir hier mal rüber. Ist hier noch irgendwas? Ich vergesse irgendwie auch jedes Mal, dass ich laufen kann. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, geh da hin. Plus X, okay. Oh, nicht wieder so eine Balanciersache. What? Who's there? You promise. Ich weiß nicht, ob ich darüber möchte. This isn't real. Or it can't be. Okay. Ja, das heißt schon nicht echt, ne? Kann ich ja irgendwie... Achso, ich kann da durch. Moment, dann schaue ich aber hier vorne auch nochmal eben. Da kann ich auch durch. Ich denke, dass wir hinten wahrscheinlich weiterkommen. Also gehe ich mal als erstes hier hin. es wäre nur schön, wenn ich... Ah. Okay. Is that... No. It can't be. Sicher? Nein. Ach. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich eigentlich. Oh, da hinten. Okay. Den müssen wir dann auf jeden Fall folgen. Ich wollte aber eigentlich in diese Ansicht gehen, ob man hier noch irgendwas machen kann. Aber da anscheinend nicht. Das sind nur die Fußspuren. Okay. Gut. Wir wollten ja sowieso dahin, ne? Oder wie war das? Laufen kann ich hier auch nicht. Jetzt kann ich wieder. Da kann man auch nichts aufheben. Okay, da kann ich rum. Hier kann ich nicht rum. Gut, also ich schätze, hier werden wir wohl nicht allzu viel finden. Ich glaube, da müssen wir wirklich der Story dann folgen. Aber man weiß halt nie, ne? Deswegen, ich gucke lieber überall dreimal nach. Da müssen wir durch. You're not him. You're not him. Ja, geh durch. Okay. Übrigens, wenn meine Stimme noch so ein bisschen abgeknickt klingt. Where have you sent me? Oh, er hat gespeichert, das ist nicht gut. I've helped you pass on. Dann liegt das daran, dass wir gerade noch früh am Morgen haben. Das wollte ich eigentlich sagen.
Da ist eine Hand. Okay. I shouldn't be here, Mary. It's all your fault. Jack? It's too late, Mary. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Ja, also machen kann ich hier nichts. Was mich jetzt wundert, dass die Grafik hier so unheimlich schlecht ist gerade. In me! Oh, komm. What did you do? You sent them away. Into the tomb. Ja, geh durch, los! Lauf! Hin! Hallo! Ich kann hier nichts machen. Aber ich glaube, da konnte ich theoretisch was machen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, und das dürfen wir jetzt auch nicht mehr sehen. Das ist natürlich geil. Where have you sent me? I've helped you pass on. I shouldn't be here, Maria. It's all your fault. Jack? It's too late. It's all over. It all ends. In me! What did you do? You sent them away into the dark. Jetzt mach es auch, Mädel. Drück es! Mach es! Was auch immer du damit machen musst! Mach gar nichts damit! Hallo! Hä? This won't hold it. Move your ass. Das wird nicht lange. Ja. Anscheinend haben wir ja beim letzten Mal irgendwas richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das drin lasse oder ob ich das dann rausschneide. Kommt drauf an, wie viele tausend Versuche ich jetzt hier noch brauche. Aber beim letzten Mal habe ich dieses Ding, diesen Mischer oder was das jetzt auch war, habe ich nach rechts ins Bild zurückgezogen. Und dann hat sie auch gesagt, das wird nicht lange halten, aber wurde dann trotzdem getötet. Also irgendwie war das sehr seltsam. Aber scheinbar ist das der richtige Weg. Ja, das hatten wir uns ja schon angeguckt. Scheinbar ist das der richtige Weg, deswegen werde ich das jetzt so auf jeden Fall nochmal versuchen. In me! What did you do? You sent them away into the dark. Okay. Jetzt verstehe ich. Das ist dann runtergekracht. Okay, das ist nicht so ganz durchgezogen gewesen in der letzten Folge. Also im letzten Versuch, nicht in der letzten Folge. Deswegen wusste ich jetzt auch nicht, was gemeint war. Aber sie hat nur gesagt, hat funktioniert, wird aber nicht lange halten und im nächsten Moment war ich dann tot. Das war irgendwie sehr lustig. Ich hoffe, das Viech kommt jetzt hier nicht nochmal. Ich krieg hier gerade echt die Krise. Also, ganz ehrlich, aber sorry, das Einzige,
Was dieses Spiel für mich total kaputt gemacht hat, ist dieses blöde Mistvieh immer wieder. Also das ist... Das geht gar nicht. Das ist okay, wenn sowas zweimal im Spiel kommt oder so. Oder hin und wieder mal, aber doch nicht alle 20 Minuten oder so. Das ist so nervig. Das ist jetzt eine große Fläche. Das sieht wieder so aus, als ob das gleich wieder kommen könnte. A generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Okay. Ach so, okay, da müsste ich dann Benzin reinmachen. Sonst kann ich hier... okay, was sind das für komische Abdrücke? So sieht man sie nicht mehr. Das macht mir doch ein bisschen Sorgen. Hier geht's noch weiter. Da unten, das sieht auch... Oh, ich dachte gerade, der Typ ist schon wieder da, weil sich hier vorne das Ding bewegt hat. Oh, krieg ich gleich die Krise, ehrlich. Das ist... Also, sorry Leute, aber es ist so nervig, wenn dieses blöde Viech einem ständig hinterher rennt. Man kann sich nicht aufs Spiel konzentrieren. Das ist nur noch so ein Fluchtspiel geworden irgendwie. Alles andere, ja, kommt hier wirklich absolut zu kurz in dem Spiel. Da ist jetzt sonst nichts mehr. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn wir uns hier noch so ein bisschen umschauen. Achso, wir können uns auch gar nicht wirklich umschauen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich dachte gerade schon, aber das sind unsere Fuß... Dings. Also unsere... Ach, was auch immer. Das Wasser ist wegen uns in Bewegung, so, das wollte ich sagen. So. Es ist jetzt sehr laut. Ich hoffe, das hat ihn jetzt nicht wieder aufgeweckt hier. Da fehlt ein Hebel. Ja, geil. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Das ist wahrscheinlich nur, damit wir es schieben können, nehme ich mal an. Ja, das ist nur, damit wir es schieben können. Okay. Da fehlt ein Hebel. Ja, also zurück möchte ich jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, der Typ mir das Spiel versaut. Aber vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Hebel. Ich bin auch ganz ehrlich. Ach, da kann man, oder? Nee. Ich bin auch ganz ehrlich, ich... weiß nicht, ob ich das Spiel weitergespielt hätte ab dieser Situation, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr weiterkam, weil das ja nicht funktioniert hatte mit dem Laufen. Diejenigen, die das Ganze verfolgt haben, werden sich da noch dran erinnern können. Ich vermute, das lag daran, dass es zu dem Zeitpunkt noch so blöd gemacht war. Come on, Bolt. Ja, komm. Noch so blöd gemacht war, dass das... oder ist es ja immer noch so, dass die gleiche Taste fürs Schleichen ist, wie auch fürs Laufen. Das ist natürlich nicht so intelligent gemacht. Und das hat halt wahrscheinlich auch sehr blockiert. Das war laut, hat sie gesagt. Das, hinterlässt jetzt bei mir gerade keine guten Gefühle. Und ich denke mal, dass das nämlich das Problem war, weshalb ich da nicht weitergekommen bin. Weil nach dem Update ging es ja dann plötzlich. Achso, ich werde wahrscheinlich hier vorne... Oh oh. Lass das. Ach, jetzt fall doch nicht ständig um. Geh doch mal einfach zwei Schritte nach vorne. Geht doch.
Okay. Oh Gott. Wahrscheinlich bricht hier gleich irgendwo was zusammen und wir müssen dann fliehen oder sowas wetten. Es wäre so typisch für so ein Spiel. Vor allem typisch für so einen mega nervigen Gegner. Hört er mich jetzt nicht oder warum sagt er nichts mehr? Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt hier in der Nähe von diesem lauten Generator da bin. Also, wenn ich einen Schritt nach dem anderen mache, dann scheint die nicht so das Gleichgewicht zu verlieren. Ja, hatte sie gerade gesagt und da passierte es natürlich auch schon wieder. Oh mein Gott. Oh ne, komm, ey. We'll play dress up. You can be the dress. Der kommt doch jetzt noch hier, oder? How did you go? Real nice. Das ist das Problem, dass man nie genau weiß, wo der jetzt hingeht. Jetzt muss ich gerade selber die Luft anhalten? Nein, ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Muss ich überhaupt hin? Du Scheiße. Ist der jetzt gerade? Ich sehe ihn nicht. Ach so, ich muss da hinten durch das Loch wahrscheinlich. Komme ich hier überhaupt durch? Ich weiß es nicht. Ich komme ja gar nicht durch. Scheiße. Ach da. Ah, ich sehe schon. Links muss ich was machen. Okay. Lauf, lauf, lauf. Also lauf nicht, weil sonst hört er dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier kann ich wieder nochmal gehen, aber... That's my way out. But not with that thing in my way. Das heißt mit anderen Worten, was? Jack says hello. Gott, Or was it? Why did you da muss ich send was him here? Why, oh why? Also ich muss auf jeden Fall irgendwie nach unten kommen. Nasty. Was Daddy? Moment, muss ich da jetzt durch oder muss ich da hinten? Da hinten kann ich nicht, oder? Muss ich da jetzt komplett? Oh. Okay. Also, entschuldigt bitte, dass ich jetzt gerade so leise bin, aber ich bin schon voll hier gedanklich in Marianne drin sozusagen, weil, ja, ich will halt eben auch nicht gehört werden. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hin? Kommen wir hier runter und wie kommen wir da hinten hin? At least this could come in handy. Okay. Was bist denn du? Keine Ahnung. Ach, Hebel. Ach, das ist der Hebel. Okay. Das ist ja geil. Er hat einen Stromschlag bekommen. Is that what you're afraid of? Ah. Energy's energy. Okay. Muss ich jetzt hier bis zum Ende? Ich traue mich jetzt gerade auch gar nicht zu laufen, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, ob der das dann hört. Ich nehme mal an, dass der das hört, deswegen... I'm almost back at the generator. Huh. Ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht, ob das gut ist. Okay, das mit dem Bolzenschneider, ja.
Nein, das war nicht laut. Oh Gott. Okay. Vielleicht leckt er ja noch seine Wunden von eben. Wer weiß. Nee, da war der Hebel. Fitz. Okay. The gate's open. Ja, und nu? Now let's get rid of that fucking thing. Aber der wird doch jetzt. Kommt er jetzt nicht zu mir? Still down there. Let's do something about it. Come to me. Das fürchte ich, dass ich das gerade tue. Yes! Burn, you twisted fucking bitch! Oh no? God, I hope this is over. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wo hat sie jetzt gesagt, müssen wir rum? Das war hier hinten, oder? Da glaube ich. Geh da durch und dann macht die Tür zu. Aber nein, so weit denken die ja nie. Die machen ja nie die Türen zu. So. Jetzt sind wir, wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder im Wald, oder? Die Frage ist, soll ich jetzt hier einen Cut machen oder dauert es nicht lange, bis wir weiterkommen? Das ist die Frage. What is that? Sounds like. Sadness? Sadness, is that you? Oh, hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Hmm. Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty, but so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here.
Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could... Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can help. No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember. The dream. The fire. The red house. Wait! What is the Red House? You were there, Marianne. With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Ja, ich würde sagen, das ist dann auf jeden Fall ein wunderbarer Zeitpunkt, um einen Cut anzusetzen, weil wir uns dann in der nächsten Folge zum Roten Haus begeben werden. Ich freue mich auf die nächste Folge. Zumindest, wenn das Riesenviech uns nicht ständig wieder verfolgt. Bis dann. Ciao.